Caritas ist nicht einfach eine Einrichtung oder ein Verband. Caritas ist eine Haltung. Natürlich sind die Menschen wichtig, mit denen wir es zu tun haben. Der Caritasverband hatte immer fachlich gute, aber auch persönlich starke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Geist aber der Caritas, die Arbeit und das Blick, die Mitverantwortung für einen Mitmenschen. Und ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes, jedem Einzelnen und jeder Einzelnen zu sagen, auf dich kommt es an und du darfst dich hier einbringen. Ich glaube, dass die Caritas immer wieder die Anwaltschaft auch für Menschen in Not übernehmen muss, dass sie immer wieder die Gerechtigkeitsfrage stellen muss. Das tun wir jetzt im Jubiläumsjahr ganz bewusst. Ja, weil es einfach wichtig ist, die Stimme zu erheben für soziale Gerechtigkeit in Politik und Wirtschaft. Denn Caritas ist einfach eine Lebensform von Kirche. Und das führt wieder auf das christliche Menschenbild hin, dass jeder Mensch eben etwas Einmaliges ist. Das Bild vom barmherzigen Samariter ist für mich ein Leitbild für die Caritas. Bei uns arbeiten Menschen, die die Stimme erheben für die Menschen, um die es uns geht. Die keine Lobby haben, die niemanden sonst haben, der für sie spricht. Was ist mit Drogenabhängigen, was ist mit AIDS-Kranken, was ist mit Prostituierten? Und man ist halt in Bereitschaft da gewesen, zu Risiken zu stehen und nicht zu sagen, ja, nur wenn alles ganz rund ist, dann machen wir was. Die Caritas ist wichtig, weil es wichtig ist, für die Würde des Menschen einzutreten. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das heißt, er braucht die Solidarität. Sondern dass immer der Mensch im Vordergrund steht.